The man was here. He comes and goes. He left us here to sing his song. The love and peace to sing. Whenever he plays, he sacks so far. He's bringing the black for his he left us here to sing his song. Thank you.
Thank you.
Eine Musik, afrikanische Zulu-Musik mit Rock und dann Hardbop-Musik der Anfang der 70er Jahre. Und man das Festival über die 4 Tage beobachtet mit Projekten zeitgenössischer Musik, Free Jazz, mit wirklich grenzüberschreitenden Dingen, ist man erstaunt über die Resonanz, die hier stattfindet, an Tagen mit 3.000-4.000 Leuten im Zelt, im Umfeld. Kritische Anmerkungen muss ich sagen, manchmal denke ich, dass weniger mehr sein könnte. Weil es ist schon erstaunlich, 20 Gruppen in 4 Tagen auf der Hauptbühne, neben den Projekten, die morgens in Turnhallen und Schulen stattfinden und anderen Projekten unter der Leitung von Frank Kölges mit seinem Transmission Orchester, ist es irgendwo viel. Erstaunen tut mich, dass das Publikum fast jeden Künstler mit Applaus und Zugaben verabschiedet. Nebenher muss ich sagen, ist es manchmal für den sensiblen Zuhörer sehr, sehr schwierig, die Differenzierung vorzunehmen. Und das erstaunt mich, dass hier manches wirklich unkritisch entgegengenommen wird. 24 Jahre Moers heißt natürlich auch 24 Jahre sehr mit schwieriger Musik, mit improvisierender Musik und Rockmusik umzugehen und das Publikum zu finden. Darum vermisst man natürlich auch hier nicht den Kommerz, den Burkhard Hennen in den letzten Jahren sicher auch für dieses Festival als Konzept gefunden hat. Thank you.
Ich habe hier einen Vertrag bis zum 25. Festival, also bis zum Jubiläum einschließlich. Das heißt, das Festival 96 findet mit mir als künstlerischem Leiter statt. Darüber hinaus gibt es Überlegungen des neuen Stadtdirektors Tendik hier in Moers, den Zuschuss für dieses Festival bis 1997 auf Null runterzufahren. Das heißt, auf Null? Auf Null, ja. Das heißt für mich, er möchte gerne eine andere Konzeption, eine kommerzielle Konzeption. Dazu bin ich sicherlich nicht der richtige Mann. Das wird dann jemand anders hier machen. Ich werde weiterhin für diese Konzeption kämpfen. Ich möchte dieses Festival auch gerne hier in der Region am Niederrhein oder dem Niederrhein erhalten. Ich wohne ja selbst hier, der Niederrhein ist mein Lebensschwerpunkt. Und wenn die Stadt Moers dann hier ein anderes Festival macht oder es gar völlig liquidiert, dann schauen wir uns um. Es gibt so viele wunderschöne Plätze hier am Niederrhein, aber das Festival wird weiterleben. Dafür werde ich persönlich kämpfen.
Thank you.